Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Spore. In der letzten Folge haben wir uns erstmal weiterentwickelt, sind zu einem Vierbeiner geworden mit zwei Armen, haben verschiedene Kreaturen und Spezies ausgerottet und ausgelöscht. Und ja, wir wollen jetzt auch auf jeden Fall mal zeigen, wie das wäre, zum Beispiel wenn wir Verbündete hätten oder wenn wir Verbündete bekommen. Schauen wir halt einfach gleich mal, was ist das denn hier? Ah nein, das sind Pflanzen. Sind das Pflanzen? Nee, das ist ein toter Affe. Ein toter Affe. So, das Problem ist halt zum Beispiel hier, das sind zum Beispiel Pflanzen, sieht man ja. Und die könnte ich jetzt zum Beispiel auch essen. Ich werde das mal einfach mal demonstrieren. Wenn man halt als, denke daran, dass Fleischfresser nur Fleisch und Pflanzenfresser nur Früchte fressen sollte. Ja, das heißt, er wird irgendwann hier dann kotzen. Hat er das schon gemacht? Hab's jetzt nicht beobachtet, ob er jetzt schon gekotzt hat. Hier zum Beispiel. Jetzt erbricht er sich halt daran, weil er das halt absolut nicht mag. Ja. So, wenn man halt dann Fleischfresser spielen würde. So, gucken wir mal. Beeindrucke 3 Dubla. So, da hat man dann halt einfach die andere Anzeige zum Beispiel. Ja. So, den habe ich jetzt zum Beispiel beeindruckt. Ja, der ist jetzt zum Beispiel Freund mit mir. Wahrscheinlich, oder? Beeindrucke 2 noch. So, der braucht jetzt zum Beispiel noch einmal hier singen zum Beispiel. So, nochmal singen. Ah, nein. Okay, los. So, nochmal. Wobei, vielleicht klappt es bei dem Alpha zum Beispiel halt nicht. Gucken wir halt einfach nochmal. Na komm, Alpha. Wahrscheinlich klappt es bei dem Alpha zum Beispiel gar nicht schon wieder. Dann müsste man halt Glück haben. Ah, hier klappt es. Es klappt schon wieder nicht zum Beispiel. Wir nehmen da zum Beispiel mal einen anderen. Geht mir mal aus dem Weg hier. Nehmen wir halt den mal hier einfach mal. Und das ist halt das Problem halt beim, ja, halt bei diesem, ich nenne es mal, ja, Verbündete werden. Weil man muss halt dann auch, muss man das Richtige treffen, da hat man dann auch andere Möglichkeiten dann später halt, die dann halt dazukommen und man muss halt auch diese Fähigkeit halt ausbauen. Das kann man halt auch mit bestimmten Teilen, die man halt an seinen, naja, an seinen, seine Kreatur halt ransetzt, bestimmter Schnabel, bestimmter Mund, bestimmte Augen, sonst irgendwas zum Beispiel. Ja, ups, oh, angreifen wollen wir sie nicht. Den haben wir schon als Freund hier, den haben wir noch nicht als Freund, den haben wir auch schon als Freund. Ja, gucken wir mal, ob wir den als Freund haben. Ich glaube, den einen haben wir hier zum Beispiel nicht als Freund, weil der zum Beispiel keine Dinge, sorry, darunter, um sich herum hat, zum Beispiel keine Sterne. Ja, so hier sieht man das zum Beispiel, geht es um die Hälfte nach oben, das ist auch kein Problem alles. Ja, so jetzt ist das noch, so jetzt sind die zum Beispiel meine Verbündeten. Ja, ich habe jetzt aber auch keine Ahnung, wie man die jetzt dem Rudel irgendwie hinzufügt. Ja, da bin ich auch schon wieder ein kleiner Cut, leider, wie gesagt, ich bin wieder, leider auf meinen zweiten Monitor gekommen. Somit hat sich natürlich auch wieder Raps geschlossen. Geh mal weg hier. Auch wenn ihr jetzt meine Verbündeten seid, gibt euch das noch kein Recht, hier irgendwie was zu machen. Irgendwie ist gerade die Karte auch etwas noch mit verbuggt. Gucken wir mal, ob das jetzt daran liegt. Nee, liegt nicht daran. Vielleicht liegt es daran, weil es etwas dunkel ist. Ich weiß es aber jetzt nicht. So, dann gucken wir mal, wie wir da jetzt hier irgendwie vorankommen. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel die Alpha. Haben wir da jetzt hier Alpha Oscarcho? Haben wir da beeindrucke 3 Stück. Wir probieren es halt einfach nochmal mit dem Beeindrucken zum Beispiel. Ja, so singen halt einfach, wie wir das zum Beispiel hatten. Aber ob das funktioniert, klappt irgendwie nicht so. Das heißt, ich muss euch leider fressen. Tut mir ja leid. So, ihr seht schon, es ist ein relativ spannender Kampf jetzt hier. 12 zu 8 zum Beispiel. So, ich brauche zum Beispiel halt auch wieder etwas an Essen. Also man sieht, die Hungeranzeige ist zum Beispiel wieder etwas nach unten gegangen.
So, aber hier diesen aus Corcho, die normalen, den kriegen wir schon hin. Kritisch wird es dann, wenn uns mehrere halt angreifen. So, erstmal was essen. Komm mal her. So, Jage 3 aus Corcho und Belohnung 25 DNA. So, jetzt ist unser Hunger auch komplett gestillt. So, und ihr hauen jetzt auch schon ab hier zum Beispiel wieder. So, jetzt kann ich mal Wutgebrüll machen. Keine Ahnung, was das bringt. So, hier haben wir zum Beispiel das Baby davon. Das wird aber natürlich auf jeden Fall, wird das gleich abhauen. So, wir rennen einfach mal hinterher und rennen hinterher. Oh, die sind uns zum Beispiel feindlich gesinnt. Die greifen uns jetzt zum Beispiel auch an. Das ist nicht so gut. Dann werden wir uns einfach mal gepflegt zurückziehen. Das könnte tödlich werden. Aber wir haben ja hier unser Nest noch. So, jetzt greifen wir zum Beispiel, 5 haben wir zum Beispiel noch. Jetzt greifen zum Beispiel unsere Gefährten zum Beispiel auch mit an. Und dann hat der andere zum Beispiel gar keine Chance, da irgendwie was zu machen. Diese Drakus zum Beispiel. Okay, gut. So, dann mal essen. Essen, essen, essen. Essen, essen, essen. Weiter essen. Okay, gut. So, jage immer noch 2 Draco und auch von der anderen Rasse. Brauchen wir dann auch nochmal 2 Stück. Hier haben wir zum Beispiel wieder so ein Skelettteil. So, waren das jetzt die gewesen? Ah, genau, die aus Carcho zum Beispiel. So, jetzt vergiften wir die zum Beispiel. Wir haben ja hier unsere Skills zum Beispiel. Spucken ist dann vergiften zum Beispiel. So, jetzt sind die sind zum Beispiel uns, naja, neutral. Wir sind zum Beispiel. So, immer noch 3 von diesen aus Carcho zum Beispiel jagen. So, halt wieder etwas essen und auffüllen somit. Das wäre zum Beispiel hier der Alpha zum Beispiel haben. Da hatten wir das Baby jetzt runtergehauen. Ah ja, genau, das Baby hatten wir jetzt zum Beispiel runtergehauen. So dass wir dann, die hauen zum Beispiel auch ab. Da passiert zum Beispiel jetzt auch gar nicht viel. Eigentlich müssten die aber uns eigentlich angreifen, wenn wir das Baby angreifen. Das ist jetzt irgendwie gar nicht der Fall. Ja, die rennen halt irgendwie genau, das Baby rennt genau dort rein. Ja, die winken uns hier schön erstmal. So. Ja, na komm, put. Ja, das rennt hier irgendwie gerade. Ist das Baby etwas auf Abwägen, da kommen wir glaube ich irgendwie auch nicht hinterher. Deswegen brechen wir das jetzt hier zumindest mal die Jagd auf nach dem Baby mal ein Stück weit ab. Wir gehen aber einfach nochmal zurück dorthin. Weil wir müssen ja jagen, unseren Zwader entwickeln. So, gehen dann halt einfach mal in diese Richtung. Man sieht ja jetzt hier auf der Karte halt zum Beispiel hier, die einen sind ausgelöscht. Weiß nicht, die anderen sind hier zum Beispiel, immer sind auch noch diese aus Cardshow zum Beispiel. Der eine ist blatt. Werden wir uns dann wahrscheinlich gleich an dem Alpha-Tier noch, wahrscheinlich nochmal, ja, das Alpha-Tier nochmal angreifen oder probieren es halt dann gleich nochmal mit dem Baby. Um halt, ja, weil wir brauchen ja noch 2 Stück. Ich sag, die Babys sind dann halt einfacher zu killen. So, essen wir erstmal voll. Wie ihr seht hier zum Beispiel hier dieser Spuckangriff hier zum Beispiel öffnet halt diese Drüsen. So, jetzt wo war da jetzt das Baby hin? Da war das Baby. Ich weiß nicht, ob ich... das Baby haut aber jetzt auch zum Beispiel ab. Naja. Okay. Dann gehen wir halt erstmal ein Stück weit weiter. Und gehen dann halt gleich später nochmal dorthin. Haben wir zum Beispiel auch nochmal hier so, die sind zum Beispiel auch nicht ganz so mega stark. Gucken wir mal, diese Ascarcho würde ich aber jetzt ganz gerne schonen. Oh, das sind sogar schon noch mehrere Babys hier.
Aber das Baby ist wieder voll geheilt zum Beispiel. So, das Nest wird dann wahrscheinlich auch gleich ausgelöscht sein. Okay. So, das Nest ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt auch ausgelöscht. Diese Spezies, nenne ich sie jetzt mal, die gibt es jetzt einfach gar nicht mehr. So, wo wollten wir jetzt hin? Ach genau, wir wollten jetzt erstmal zurück unsere Kreatur nochmal ein Stück bearbeiten. Wir haben ja wieder weitere Skelettteile gefunden. Ja, können halt unsere Kreatur jetzt ja wieder etwas entwickeln weiterhin. So, dann kommen wir her. Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Spaß auch einfach mal zu überspringen. So, wir haben jetzt zum Beispiel hier... gucken wir halt einfach mal, was wir da so haben jetzt eigentlich an den ganzen Spaß. Sehvermögen. Ich kann jetzt zum Beispiel mal gucken. Schlackkrachen. Also ihr seht halt schon, wenn man sich jetzt hier halt diesen, den Mund halt, also halt die, das Maul halt zum Beispiel mal anschaut, jetzt von Fähigkeiten her betrachtet, hat man jetzt hier zum Beispiel bei Schlachkrachen zum Beispiel bei Eisen 3, Rammen 1 und Singen 1. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, ich nenne es mal auf Verbündeten-Suche gehen möchte, man kommt halt nicht weiter, weil man halt immer nur dieses Singen 1 hat, zum Beispiel. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo man halt noch da was dazu bekommt. Was hat man da eigentlich hier oben gehabt? Kernspur. Exoskelett. Power sehen. Aha. Füße. Stups, C, tanzen, sprinten und so weiter. Reminatrix. Mhm. Nee, das wollen wir nicht. Das bringt auch Rammen, bringt das was. Okay. Spucken, Rammen, hier schlagen zum Beispiel, Säbler. Muss ja irgendwie auch halbwegs an die Kreatur ranpassen, der Spaß. Oder halt auch nicht. Weil es eh schon versaut. Ja, gut. Okay. So, dann versuchen wir uns mal noch ein anderes Maul anzueignen. Nehmen wir halt, was nehmen wir da? Beißen, Verbündeten, Ruffleischfresser, Kenderkiefer. Nehmen wir das hier? Sieht das vernünftig? Nee, das sieht scheiße aus. Terrorzahn, wie sieht das denn aus? Naja, auch nicht so geil. Ah. Dann müsste das hier aber auch nochmal weg irgendwie. Kann man das hier so hier ranmachen zum Beispiel? Ja, das passt doch. Ups, so. Okay, so. Dann hätten wir das zumindest schon mal. Jetzt können wir da noch ranmachen. Wir können, sicherlich können wir schon noch irgendwie was ranmachen. Bezaubern zum Beispiel. Ah, hier haben wir zum Beispiel dann noch eine weitere Fähigkeit. Bezaubern, Stufe 2. Prunkpuschel. Mhm. Oh, wir setzen es halt einfach mal drauf. Gesundheit 2. Bezaubern 1. Berstenkorn. Okay, ich denke, das war's dann auch erstmal. Okay. So, da haben wir jetzt unser Ei schlüpft auch schon wieder, ne? So, das brauchen wir dann, denke ich, auch nicht benutzen, um dich durch die Welt zu bewegen. Auf ihr sind deine Nester, deine Nahrung und so weiter. Habe ich schon alles. Was? Migrationsweg? Aha. Ah, Bezaubern haben wir jetzt neu dazu bekommen zum Beispiel. Durch halt dieses letzte Item, was wir da drauf gesetzt haben, zum Beispiel, was hier aus dem Okular halt etwas rausschaut. So, um das Schlagen zu lernen. Was soll das Schlagen? Also, noch Schlagen lernen. Oh, ja. Okay, gut. Und da können wir auch schon wieder auf Reisen gehen.
Ja, haben jetzt hier natürlich hier den Spaß, blablabla. Oh, so, gehen wir mal weiter auf Reisen. Aber ja, was wir da noch so viel Abenteuer erleben, das erfahren wir in der nächsten Folge bei Let's Play Spore. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dahin, tschüss.